Wir haben in der letzten Folge ein Haus gekauft. Was ist denn hier los? Ich habe einfach unsere Schlafzimmerwand eingerissen. Ich werde einfach die Toilette mitten in den Raum setzen. Ja, ist mir jetzt egal, dann muss halt die Dusche ins Wohnzimmer. Also ich sehe jetzt keine andere Option, oder ein Schlafzimmer? Ach Leute, das ist doch einfach zu krank. Oh, wir haben gleich kein Geld mehr, wir müssen auch noch eine Küche kaufen. Guck mal, Ofen. Und eine Frechheit ist das. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Ja, Leute, wir sind back in business. Bleibt bis zum Ende des Videos dran, um das Beste nicht zu verpassen. Und Leute, schaut mal hier. Hier ist wieder unsere Saustall im Hintergrund. Ich würde sagen, können wir sauber machen? Ich glaube, wir machen das Ding ganz kurz mal von Anfang an mal sauber, weil es ist einfach dreckig. Das ist ein Dreckstall. Also ich weiß nicht, wer wirklich hier vor uns an dieses Haus dran gereiert hat. Ah, guck mal, da sieht man es schon mal wieder. Hat anscheinend mal einer eine Challenge gemacht, wer am höchsten reiern kann, ne? Ich glaube, das müssen wir später auch mal von außen anstreichen. Wenn wir nicht sogar eines Tages hier einfach mal ausziehen, weil wir einfach keinen Bock mehr haben, hier zu leben. Also dieses Plakat, ich weiß gar nicht, ob man das zeigen darf oder ob das nicht gerade das Video gestrikt wird. Das wird erstmal alles verkauft. Die Lampe wird verkauft, die Küche wird verkauft. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Weil die Küche ist auch extrem hässlich einfach. Wozu brauchen wir eine Motorsäge? Ich habe keinen Bock, von der Polizei zu verdächtigt werden. Und in dem Bett will auch keiner schlafen. Also ich würde einfach sagen, es kommt einfach alles weg. Ja, und das Bad ist auch... Wir verkaufen hier einfach ganz kurz mal alles. Also, wir haben zwar nichts mehr, womit wir uns jetzt den Hintern abwischen können. Oder geschweige denn unser Geschäft verrichten können. Wer es nicht weiß, wir haben in der letzten Folge ein Haus gekauft. Und da gehen wir jetzt erstmal hin, dass wir uns ein bisschen Kleingeld verdienen. Wir haben leider, wenn wir mal auf unseren Kontostand gucken, wir haben leider kaum Geld, dieses Haus einzurichten. Aber wir gehen einfach trotzdem mal hin. Ja, hier hat es ordentlich gefackelt, wie man sieht. Was ist denn hier los? Perfekt, also ich muss erst mal sagen, wir verkaufen erstmal alles. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird hier erstmal verkauft. Ach, guck mal, hier links sieht man auch die Leute, was sie über uns denken. Moin Meister! Ich würde sagen, wir machen hier einfach ein Schlafzimmer rein oder vielleicht mache ich auch die Raumaufteilung komplett anders. Ich glaube, das werde ich nämlich tun. Ich glaube, ich werde einfach alle Wände einfach kurz einreißen. No way! Ach, Mann, bin ich blöd. Da haben Sie recht. Ich habe einfach unsere Schlafzimmerwand eingerissen. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Oh Gott, was für ein Chaos. Ja, das denke ich auch jeden Tag, wenn ich in mein Aufnahmezimmer reinkomme. Denke ich mir auch jeden Tag, oh Gott, was für ein Chaos. Du musst dringend aufräumen. Genau, einmal hier die Wand platzieren. Ach du Gott, dauert das lange. Soweit ich weiß, kann man keine Decken streichen. Das heißt, die Decke müssen wir reinigen können. Ah, sehr realistisch. Nee, ich mache das zu Hause auch immer so. Was für ein sauberes Haus. Ja gut, wenn ihr hier einziehen wollt, gerne. Sehr gerne, ihr habt freie Bahn. Also ich würde hier auf jeden Fall nicht einziehen. Aber wir wollen das Haus ja auch in irgendeiner Form verkauft kriegen. Ansonsten... War es das mit unserem nächsten Spanien-Urlaub? Den können wir dann nicht bezahlen, ne? Was ist, wenn ich jetzt hier einfach einen Boden kaufe? Ich glaube, wir machen hier einen dunklen Parkettboden rein. Wieso? Sieht doch eigentlich ganz nice aus, oder? Kann das Haus dann auch im 4K-Fernseher rein? Ich muss sagen, unser Geld reicht nicht mehr so viel. Also ich glaube, für den 4K-Fernseher könnte es eng werden. Ich glaube, wir machen einfach diesen Boden hier auch ins Wohnzimmer rein. Ich muss sagen, das hier ist der Part, der mir überhaupt gar keinen Spaß macht. Dieses ewige Putzen, wirklich. So Haus bauen, alles klasse. Auch einrichten, alles klasse, alles gut. Aber so dieses Putzen, nee. Was für ein Dreck. Ja, das sehe ich auch so... wenn ich deine Kommentare hier lese. Aber ich muss sagen, ich bin so der Freund davon, wenn man hier einfach so Paneele, so Steine hinmacht. Ins Bad Steine machen, Leute. Das ist doch geil, oder? Ach Mann, so eine Scheiße! Oh. Verlegen ist noch nicht verfügbar. Scheiße! Bitte verklagt mich nicht, dass ich jetzt eine normale Wand ins Badezimmer mache. Das könnte ein bisschen Schweinerei geben. Vor allem die Wände könnten aufquillen. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich werde einfach die Toilette... werde ich einfach so schön dekorativ mitten in den Raum setzen. Schaut mal, man kommt rein und hier das Klo. Warte, das Klo, das kaufen wir auch hier mal in so einer schönen Farbe. Hier der Klodeckel, oh, ist das geil. Schaut mal, man kommt hier so rein und das Klo ist hier einfach mitten im Raum. Guck mal, wer wünscht sich das nicht? Und dann kann man hier einfach das Waschbecken hinmachen in die Ecke. Wir nehmen das hier. Oh, ja, verdammt. Oh, nee. Was haben wir jetzt da gemacht? Was für ein Dreck, ja, finde ich auch. Aber meinte der das jetzt hier auf die Toilette bezogen oder dass es da geplätschert hat? Nee, komm, hier die Toilette, die ist da spitze und dann brauchen wir natürlich noch eine Dusche. Ich glaube, wenn wir hier eine Dusche rein... Ja, das können wir vergessen, wir haben keinen Platz mehr für die Dusche, Leute.
Ja, ist mir jetzt egal, dann muss halt die Dusche ins Wohnzimmer. Also ich sehe jetzt keine andere Option. Oder ins Schlafzimmer? Ja, wieso nicht? Direkt nach dem Aufstehen? Leute, kann auch direkt jeder durchs Fenster gucken, wenn du gerade am Duschen bist. Ja! Und wenn man Wasser rausspritzt, geht das auch direkt auf den schönen Parkettboden und alles ist von innen, ehrlich gesagt, verschissen. Ja, perfekt. Kann man da jetzt montieren, müssen wir das Ding noch. Hier noch die Wände rein. Mensch, es sieht so kacke aus. Vor allem, wir haben das Ding auch... Nee, oder? Wir haben das Ding jetzt falsch rum eingebaut. Das kann doch nicht wahr sein. Dann machen wir einfach, dass der Dunst schön abzieht. So ein Ventilator-Case einfach daneben. Hier so an die Wand. Dann zieht der ganze Dunst. Ja, guck mal. Wir hatten mal einen schönen Ventilator, wenn wir schlafen. Ach, Leute. Das ist doch einfach zu krank. Also, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne hier wohnen würdet. So, einmal wieder schön das Fenster putzen. Das andere Fenster auch noch putzen. Ja, klasse. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Was können wir jetzt machen? Ja, geil. Aufräumen um 25% schneller. Guter Mob. Ich glaube, wir machen hier einfach mal den super-duper Mob. Okay. Leute, übrigens, droppt unbedingt auch mal in die Kommentare, wie soll unsere Firma heißen? Wie soll unsere Firma heißen? Dann kann ich nämlich ein Logo designen und das irgendwo an die Wand klatschen. So, aber wir können, glaube ich, eine Tür einbauen. Ja, aber ich muss sagen, die Tür, die ist doch stylisch, oder? Nee. In so einem schönen Grün. Leute, das sieht mega scheiße aus. Oh Mann, die fährt einfach nach außen hier durch die Wand durch. Wie wild, Alter, das ist eine Hypertür. Nehmen wir eine richtig schön. Im Schlafzimmer braucht man eine motivierende Farbe. Und es gibt keine motivierende Farbe als dieses amarantfarbene Abenteuer, Leute. So, und dass das Ganze jetzt hier nicht so langweilig aussieht, gibt es, denke ich mal, jetzt hier einfach hier so ein paar kleine Accessoires rein. Wir kaufen hier nochmal einen ganz kleinen Farbeimer von dieser gelben Farbe. So tauchen da einmal unsere Dings rein. Und dann kommt mal ein Streifen hiervon. Mal hier noch ein Streifen hin. Hä? Leute, jetzt mal Real Talk. Sieht mega kacke aus und ich komme hier an die Wand nicht mehr dran. Doch. Ah, es wird langsam Abend, aber darauf kann ich auch keine Rücksicht nehmen. Apropos Abend. Wir sollten hier mal eine Lampe ins Zimmer einbauen. Also, ich glaube, ein Blinder könnte hier gut einziehen. Der merkt es, glaube ich, nicht. Obwohl, selbst der würde es merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Warte. Und um das Ganze jetzt hier noch zu toppen... Guck mal, dass hier nicht kalt wird, warum denn eine Heizung? Wir machen das Ganze schön. Hier kommt ein schöner Saunaofen einmal hin. Wenn es also kalt wird, kann man hier richtig schön sich einmal den Saunaofen anmachen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Bett. Guck mal, das ist doch stylisch. Nice. Ein Kleiderschrank. Ja, Kleiderschrank reicht der Platz, glaube ich, nicht mehr. Wir machen hier einfach so ein paar Hängeschränke. Da können die dann ihre Klamotten reintun. Kann jeder von außen die Unterhosen sehen, weil hier überall Gläser drin sind. Und weil wir einfach so liebe Menschen sind, tun wir auch noch direkt mal ein Monster hier hin. Dass sie ihn auch direkt sehen hier vor die Tür. So, Lichter. Ich glaube, wir machen hier einfach so ein Neonschild hin. Oh, ach du Gott, ist das groß. Ja, perfekt. Guck mal. Zack. Und warum braucht man denn hier noch eine andere Beleuchtung? Also noch ein schöner Kronleuchter ins Schlafzimmer. Den tun wir hier in die Ecke, weil ansonsten stößt man sich den Kopf. Sieht aus wie eine Gerümpelkammer. Genau. Schlimmer als eine Gerümpelkammer. Und da brauchen wir nur einen Lichtschalter. Es gibt ja nichts Schöneres als so einen schönen, klassischen, altmodischen Lichtschalter. Nee. Okay, der Raum ist, glaube ich, mal completed. Oh, wir haben gleich kein Geld mehr. Wir müssen auch noch eine Küche kaufen. Ich glaube, ein Fernseher zum Beispiel ist nicht mehr drin. Einfach überall, einfach nur übergepinselt. Professionelle Arbeit nennt man das. Nö. Und Leute, ihr kennt doch das Problem, dass man nie weiß, ob im Klo jemand drin ist. Und dass man jetzt beim Scheißen nicht gestört wird, auf gut Deutsch gesagt, machen wir einfach eine Glastür hin und dann sieht nämlich jeder, ob da wer auf dem Klo ist oder nicht. Der Profi, Digga! Guck mal, da kann man einfach gucken. Sitzt da jemand? Ja, nein. Ja, da sitzt jemand. Oh, wir dürfen nicht stören. Gut, wir machen hier jetzt mal so richtiges Disco-Feeling. Wir machen hier so richtig viele Wandlampen hin. Guck mal, dann hat man wie so einen Sternenhimmel. Von allen Seiten scheint dann das Licht. Oh, wir haben gleich kein Geld mehr. Ich glaube, wir sollten noch einen Herd kaufen. Das brauchen wir noch. Und dann können wir das restliche Geld rausprassen. Klasse. Ah, wir brauchen auch noch eine Haustür. Stimmt. Ich kann die nicht mehr bezahlen. Scheiße. Ja, okay, okay, ich habe gleich kein Geld mehr. Wir müssen leider so eine Glastür hier bauen. Es tut mir leid. Ich hab nicht mehr Geld. Guck mal, Ofen. Den kann ich auch nicht mehr kaufen. Oh, scheiße. Wir können nichts mehr kaufen. Okay, dann sollten wir zumindest nur noch mal die Wände streichen. Komm. Aber wer sagt denn, dass wir die Wände unbedingt schön streichen? Wir machen jetzt ein schönes Rot. Ein Rot im Wohnzimmer ist doch klasse. Sehr schön. So. Die beiden Pötte hier können wir verkaufen. Vielleicht können wir einfach noch einen Tisch kaufen. Komm mal. Einen kleinen Tisch. Haben wir noch 79? Okay, einen Toaster. Es gibt einen Toaster noch von mir spendiert. Und ich würde sagen, wir können jetzt so einmal probieren, das Haus zu verkaufen. Okay, Leute. Und Haus verkaufen.
zur Auktion gehen. 47, 48.000? Was? Wir haben einen Gewinn von 12.000 Euro gemacht. Ich verhandle nochmal mit dir, ne? Ich will nochmal 809. Nie im Leben! Und eine Frechheit ist das! Okay. Ja, okay, von mir aus, ja. Okay, wir haben es eigentlich verkauft. Und dann sind wir, glaube ich, zurück zu Hause in unserer Bruchbude. Und haben 49.000 Euro. Oh, Leute. Davon können wir uns erstmal gönnen. Wir müssen leider momentan auf der Erde pennen. Aber, Leute, sagt mal, wie unsere Firma heißen soll. Dann kann ich einmal hier ein schönes Bild aufhängen. Leute, ich glaube, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne, wie gesagt, ein paar Kommentare da, die ich in diesem Video genannt habe. Und habt noch eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.